Digitaler Salon. Fragen zur vernetzten Gegenwart. Hallo, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Mein Name ist Katja Weber und meine Mission ist es, dass wir uns heute Abend reinwühlen, etwas tiefer ins Thema künstliche Intelligenz, dieses Mal mit Fokus auf den Arbeitsmarkt oder Arbeit der Zukunft, wie das dann oft genannt wird. Wie immer wollen wir im digitalen Salon hören, was euch bewegt bei dem Thema, welche Fragen ihr vielleicht habt, auch zu dem, was wir hier so in der nächsten Stunde entwickeln. Ihr könnt das alles loswerden, wie immer auf Slido oder auf Twitter unter dem Hashtag DickSaal. Beim letzten Mal sind wir das Thema ja breit angegangen mit drei Sachverständigen. Das war eine sehr informative, sehr kenntnisreiche Runde. Empfehle ich euch auch gerne nochmal zum Nachgucken. Ist aber keine Zugangsvoraussetzung, um beim heutigen Abend dabei zu sein. Wie gesagt, wir kaprizieren uns heute nochmal ganz arg auf das Thema Arbeit. Wenn ihr nochmal reinschauen wollt, ihr findet das alles auf den Seiten des HIG oder auf YouTube. Und jetzt möchte ich euch Georg von Richthofen vorstellen. Wir verfahren ja jetzt immer so beim digitalen Salon, dass wir erst einen breiten Aufriss machen und dann nochmal tiefer reinsteigen mit einem Experten. Der bist in diesem Falle du, Georg. Herzlich willkommen. Hallo Katja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Und wir freuen uns auch. Ich stelle noch mal genauer vor, was du tust und machst. Also du bist hier, wo ich gerade bin, üblicherweise jetzt aber vermutlich eher zu Hause am HIG. Und zwar in der Forschungsgruppe Innovation, Entrepreneurship und Gesellschaft. Und da dann wiederum, ist natürlich auch ein Bereich, noch mal konkreter verortet im Projekt Künstliche Intelligenz, da haben wir sie schon, und Wissensarbeit. Dieses Projekt ist Teil der Gruppe Künstliche Intelligenz der Arbeitswelt des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, was natürlich auch wissen will, was in den nächsten 10, 20 oder 30 Jahren los ist auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Wir auch, und deswegen nehmen wir uns nochmal diese Schnittmenge von Arbeit, Arbeitsmarkt und den soziotechnologischen Systemen, die wir uns angewöhnt haben, KI zu nennen, unter die Lupe. Jetzt sagt unser Titel heute Abend ganz nüchtern, Georg, so quasi im Aussagesatz von vom Fließband zur KI. Bist du denn damit in Ordnung? Geht das klar, dieser Titel? Es fehlt ja ein Fragezeichen oder sowas. Ich gehe damit insofern in Ordnung, als dass, würde ich sagen, erst Fließband natürlich, also als Technologie eine riesen Auswirkung auf die Organisation der Arbeit hatte. Ich würde sagen, KI ist vielleicht sogar fast noch mal breiter, weil es ja nicht nur die Arbeitswelt betrifft, sondern wie ihr letzte Woche oder letzten Monat besprochen habt, auch uns als Konsumenten sehr stark betrifft. Von daher ist vielleicht sogar KI ist, ja, in gewisser Hinsicht noch das breitere Thema. Aber beide Technologien haben natürlich enorm die Arbeitswelt verändert. Bei Fließband haben wir es schon gesehen und bei KI studieren wir es gerade. Sind wir live dabei sozusagen, den Webstuhl und das Fließband dann später, das kann man ja so aus den Geschichtsbüchern sich dann angucken. Beim letzten digitalen Salon hatten wir drei Gäste, die haben mir alle drei gesagt, dass sie gar nichts halten von diesem Begriff KI, mit dem wir jetzt auch schon wieder rumhantieren. Helena Mihaljevic war da, Professorin für Data Science, die spricht von soziotechnologischen Systemen, also betont die Einbettung ins Gesellschaftliche. Du hast ja auch gerade gesagt, es ist viel umfassender, diese Entwicklung, die müssen wir uns viel umfassender vorstellen. Also sie spricht von soziotechnologischen Systemen. Leonie Beining von der Stiftung Neue Verantwortung meinte, wenn wir von Intelligenz reden, dann verleihen wir diesen Systemen ein Attribut, das sie de facto nicht haben. Und Christian Kellermann vom Denkwerk Demokratie findet, ja, diese Werkzeuge sind enorm mächtig, aber auch der mag es lieber nüchtern und redet von Statistik, Mathematik und Logik. Wie hältst du es, Georg, mit dem Begriff KI? Ja, also erstmal habe ich die Diskussion letztes Mal wirklich mit Spannung verfolgt, weil es so unglaublich schwer ist, noch wir in der Projektgruppe also kämpfen immer wieder mit dem Begriff. Und ich glaube, es gibt auch dann irgendwie Berichte, wo es einfach dann gar nicht definiert wird wo man am Ende durch den Bericht durchkommt und keine Definition gefunden hat. Ich habe noch versucht, noch ein bisschen darüber zu reflektieren, warum da eigentlich so unterschiedliche Definitionen auch bei den verschiedenen Panelistinnen aufgetreten sind. Ich würde sagen, also es fängt damit an, dass also ein Problem ist, das auch schon genannt wurde, war, dass die Definition von dessen, was KI ist, sich über die Zeit immer wieder ändert. Und man sagt auch so ein bisschen, also alles, was Maschinen können, ist keine künstliche Intelligenz mehr. Weil wenn es eine Maschine kann, ist ja eben keine Sache, die Intelligenz erfordert. Das sagt man so ein bisschen zu KI, der KI-Effekt oder KI als Moving Target, das die Definition verändert sich.
Ein anderer Grund, und das ist, glaube ich, auch bei der zweiten Definition von wegen, bei der zweiten Aussage, dass Intelligenz eigentlich kein Attribut ist, dass wir hier Maschinen zuschreiben können, hat damit zu tun, dass Intelligenz schon so ein dermaßen umstrittenes Konstrukt ist. Also ich glaube, es gibt über 70 Definitionen für den Begriff dessen, was Intelligenz ist. Intelligenz kann, glaube ich, je nach Definition Fähigkeiten wie also Lernen, Planen, Problem lösen, Verständnis, aber auch sowas wie Consciousness, also Selbstbewusstsein, beinhalten, Kreativität, Logik und so weiter. Und je nachdem, was für ein Verständnis man von Intelligenz zugrunde legt, ist man entweder irgendwie, hat man KI schon erreicht, dann ist sozusagen diese simple Statistik dann schon KI, wurde letztes Mal ja auch gesagt, oder wenn man halt sehr, sehr streng ist und sagt, Intelligenz erfordert Kreativität, dann haben wir nichts KI-mäßiges fast bisher und werden es vielleicht auch erst in, weiß nicht, Jahrzehnten haben. Also deshalb, das sind so die zwei Sachen. Und was auch noch mitschwingt bei diesen Aussagen, ist, dass einfach KI für unterschiedliche Gruppen und Menschen unterschiedliche Bedeutungen haben. Ich will einfach nur mal zwei Bedeutungen herausgreifen, glaube ich, die das helfen, das zu veranschaulichen. Eine Bedeutung ist, dass KI ein Forschungsfeld ist von WissenschaftlerInnen, die sich damit beschäftigen, Maschinen zu befähigen, Dinge zu tun, welche einst Menschen vorbehalten waren und die typischerweise Intelligenz erfordern. Das ist, sagen wir mal, so eine Definition, wo auch vielleicht so die ersten KI-Forscher sich mit identifiziert haben. Aber es gibt auch eine andere Definition und die ist vielleicht so ein bisschen mehr auf uns als auch als Konsumentinnen vertraulich. Und das ist, dass KI ist irgendwie so ein Sammelbegriff, wo alle möglichen Technologien drunter fallen. Und dann ist irgendwie vielleicht der Rasenmäher, der irgendwie automatisch den Rasen mäht, irgendwie sagen wir, das ist auch super intelligent. Obwohl möglicherweise vielleicht KI-Forscher sagen würde, methodisch ist gar keine Intelligenz. Noch ganz kurz zum Abschluss vielleicht noch eine Definition trotzdem, die ich nicht schlecht finde für mich als Arbeitsdefinition. Und das ist eine Definition, ist, dass KI die Fähigkeit eines Systems bezeichnet, Daten korrekt zu interpretieren, aus diesen zu lernen und sich flexibel anzupassen, um bestimmte Probleme zu lösen. Mhm. Und da drin steckt so ein bisschen so dieses, man will dann damit sich abgrenzen von anderen Algorithmen, die einfach nur Befehle ausführen, sondern auch, dass die sich sagen, basierend auf den Daten anpassen. Auch wenn diese Definition im Endeffekt zum Beispiel sowas wie Expertinnensysteme, was eine der größten KI-Forschungsgebiete der 70er, 80er Jahre war, ausschließt. Long story short, ja. Okay, aber jetzt habe ich, du hast eine Sache benannt, aber so habe ich es empfunden, dich danach wieder davon abgesetzt. Ich finde die aber in einem Papier von euch, das ich gelesen habe, da wird nämlich KI beschrieben als Entwicklung von Systemen, die Aufgaben ausführen, die gewöhnlich menschliche Intelligenz erfordern. Das heißt Aufgaben wie Lernen, Planen, Problem lösen, hast du auch gerade genannt. Ist das aber, wie gesagt, ich habe es in eurem Papier oder Forschungsbericht gelesen, ist das eine Definition, wo du ohne Bauchweh sagen kannst, da stehe ich dahinter? Genau, das ist so eine der besten Definitionen. Und aber auch da, wie gesagt, möglicherweise fallen dann auch wieder Sachen nicht rein, wo dann KI-ForscherInnen sagen, das hätte eigentlich noch dazugehört und das findet man nicht unter der Definition. Ja. Okay, also du hattest ja auch vom Moving Target gesprochen, das war auch Helenas Begriff in der vergangenen Runde, dass sowieso es so in Bewegung ist und sich quer durch die Jahre so verändert, das, was wir meinen, wenn wir KI sagen, dass wir dann am Ende dieser Arbeit im Begriffssteinbruch gesagt haben, okay, scheiß drauf, wir reden jetzt weiter so, wir haben uns darauf verständigt, dass man nicht mit Blut irgendwo unterschreiben kann, KI ist ein super Ausdruck, aber wir benutzen ihn jetzt einfach, weil er so etabliert ist. Ich habe es schon angesprochen, ihr habt, also du und deine Kolleginnen und Kollegen in der Gruppe habt untersucht, was KI mit Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen und deren täglicher Arbeit macht. Dazu gibt es ein Papier, das heißt Künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt. Ihr habt Interviews geführt mit Menschen, die KI entweder im Rahmen ihrer Arbeit nutzen, also sozusagen Anwenderinnen oder User sind, oder die KI-basierte Technologien verkaufen, also die vielleicht nochmal einen anderen Blick oder Zugriff haben. Und dann seid ihr auf die vier E's gestoßen. Ersatz, Entlastung, Einschränkung, Entstehung. Und ich würde die gerne mal mit dir durchklamüsern. Wo und wie wird welche Tätigkeit ersetzt durch KI? Weil das ist ja so das Horrorszenario, das, über das wir ganz oft lesen. Eine Tätigkeit fällt weg und ist futsch durch KI. Ja, ein klassischer Anwendungsfall von KI in der Arbeitswelt ist zur Automation. Also Tätigkeiten werden von Maschinen übernommen. Und das kann dann sowohl zu dem einen E, das du angesprochen hast, zu Ersatz, als auch zu dem anderen E, der Entlastung führen. Mhm. Das ist eine Frage dessen, wie umfangreich dann im Endeffekt die Tätigkeit ist oder die Tätigkeiten sind, die
von der Maschine ausgeführt werden. Und ein so ein klassisches Beispiel, das wir auch selber untersucht haben, betrifft den Kundendienst. Im Kundendienst interagiert man als Konsument, das kennt man vielleicht auch schon selber ab und zu, nicht mit Menschen, sondern mit Maschinen. Und das betrifft dann, sagen wir, insbesondere Anwendungsfälle, wo ja vielleicht, wo es eine relativ wiederkehrende Anfrage von Kunden ist. Also beispielsweise, meine Rechnung ist höher, als ich es in meinem Vertrag eigentlich von meinem Vertrag her erwarten würde. Und jetzt schreibe ich irgendwie O2 an und sage, hier, was ist da los? Meine Rechnung ist höher. Mhm. Und dann gibt es dann da wiederum gerade eine KI-Anwendung innerhalb von diesem Chatbot, die entwickelt wird, die mir sagen würde, beispielsweise, ja, du hast hier Premium-Nummern angerufen oder als du in den USA warst, hast du telefoniert und das in deinem Vertrag nicht beinhaltet. Und da muss dann sozusagen in dem Fall jetzt nicht mehr ein Mensch diese Aufgabe übernehmen. Das kann unter Umständen natürlich sehr entlastend auch sein, wenn man jetzt, sagen wir, sich vorstellt, dass Leute teilweise sehr, sehr, sehr viele Anfragen in die Richtung bekommen und vielleicht man gar nicht genug irgendwie MitarbeiterInnen hat in diesen Positionen, die diese Anfragen alle beantworten können. Aber wenn es gibt, vielleicht auch, ist natürlich auch denkbar, dass es Umstände gibt, wo das dazu führen könnte, dass auch Arbeitsplätze dadurch verloren gehen. Jetzt ist das wahrscheinlich nicht der absolute Traumjob, dir zu sagen, du warst doch in den USA und da war es dann halt teurer oder so, ne? Wenn ich das in persona machen muss. Andererseits ist es halt vielleicht ein Job, den ich mit dem Bildungsabschluss, den ich habe oder den Lebensumständen, die ich habe, machen kann und der dann hoffentlich, auch dafür ist das Arbeitsministerium ja zuständig, vernünftig bezahlt wird, sodass ich davon leben kann. Tröstet mich jetzt nicht, wenn dieses Entlastung ein bisschen euphemistisch meint, da wird eine stupide Tätigkeit von meinen Schultern genommen, oder? Ja, also ich denke, es ist auf jeden Fall fair zu sagen, dass es immer unterschiedliche Effekte haben kann und wie es am Ende wirkt, glaube ich, kann man nur irgendwie, muss man wirklich direkt studieren und beobachten. Das hängt natürlich von der Organisation ab, aber auch von irgendwie arbeitspolitischen Maßnahmen und Strategien. Und vielleicht mal ein anderes Beispiel für Entlastung, damit wir kurz ein bisschen wegkommen von diesem jetzt sehr konkreten, also von diesem Kundendienstbeispiel, wäre jetzt eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, mit der wir gesprochen haben, Mazars, und die setzen zum Beispiel eine KI-Anwendung ein, um die Konten von Mandanten auf bestimmte Zielstrukturen zu überführen. Was heißt das? Also sagen wir mal, jetzt ein Mandant von denen hat irgendwie tausende von Konten, wo alle möglichen Kosten eingebucht werden. Und die müssen jetzt überführt werden in eine Struktur, in einer Form, dass diese WirtschaftsprüferInnen die auch nutzen können. Mhm. Also beispielsweise Übersichtlich machen, ganz einfach. Oder halt, sagen wir, nach rechtlichen Vorgaben, nach Handelsgesetzbuch beispielsweise. Mhm. Und das ist wohl eine Arbeit, wo der Partner, mit dem wir gesprochen haben, zu uns gesagt hat, das ist eine Arbeit, die macht wirklich keiner gerne. Und das machen jetzt auch nicht irgendwelche wirklich, also x-beliebigen Angestellten, die extra dafür eingestellt werden, sondern es sind wirklich auch Associates, natürlich Leute, die relativ weit unten in der Hierarchie sind. Aber nichtsdestotrotz war seine Aussage, wenn wir das den Leuten in 10 Jahren noch zumuten, dann würden die nicht mehr für uns arbeiten wollen. Das ist aber jetzt keine Arbeit, die in einem Ausmaß anfällt, dass deshalb irgendwie Arbeit wegfallen würde. Also wir reden davon, sagen wir mal, 2, 3, 4, 5 Stunden. Nichtsdestotrotz eine nervtötige Arbeit für Leute, die hoch ausgebildet sind. Und das war jetzt ein Fall, wo ich sagen würde, das passt sehr gut unter dieses Entlastung. Mhm. Auch wenn es natürlich auch da mit einer Automation zu tun hat. Mhm. Und du würdest denken, diese 3, 4, 5 Stunden, die dann wegfallen, nervtötende Arbeit, werden dann entweder in befriedigende Arbeit investiert, was ja letztlich von meinem Chef abhängt, ob er mir das ermöglicht, oder nähern wir uns da dem Bild einer verkürzten Arbeitszeit. Also wir machen nur noch die Sachen, die inhaltlich relevant sind und angesagt. Ja, also ich kann mir vorstellen, bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, dass die Mitarbeiterinnen immer noch mehr als genug zu tun haben, auch wenn die 3 schon wegfallen. Ja. Okay, dann lass uns mal kommen zu E wie Einschränkung. Ihr habt ein Unternehmen gefunden, in dem die Beschäftigten, das war jetzt im Personalwesen, gesagt haben, da gibt es eine KI, die uns unterstützt und entlastet, also das, was wir eben besprachen, nämlich bei Anfragen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, aber die engt uns auch ein, also die nimmt mir Gestaltungsraum. Wie sah das konkret aus? Inwiefern waren die Leute da eingeschränkt? Ja, dazu muss ich vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen.
was wir genau damit meinten. Also war jetzt nicht so, dass unbedingt das MitarbeiterInnen das geäußert hätten, sondern dass wir da so ein bisschen vorausgedacht haben, versucht haben sozusagen zu überlegen, was könnte das für eine Implikation haben. Und da war unsere Idee einfach, wenn jetzt, sagen wir, ein Algorithmus mir sagt, irgendwie, das ist die richtige Antwort meines Erachtens. Und als Mitarbeiter denke ich mir, aber eigentlich habe ich eigentlich eine bessere Lösung oder weiß eigentlich besser. Und da haben wir gedacht, das kann möglicherweise einschränkend wirkend, dann gegen die Empfehlung des Algorithmus zu gehen. Vielleicht, weil irgendwann sich so eine Logik entsteht, dass der Algorithmus ja nicht fehlen kann. Das ist zum Beispiel eine Erkenntnis, wurde auch schon in anderen Kontexten bezüglich Algorithmen gefunden, dass wenn so Algorithmen einmal in place sind, also platziert sind, dass dann ist irgendwie so ein Glauben sich an diese Unfehlbarkeit des Algorithmus einstellt und dass wir halt da so ein bisschen Sorge ist vielleicht stark formuliert, aber so ein bisschen den Gedanken hatten, wirkt das möglicherweise auch einschränkend, wenn man statt sich auf sein eigenes Fachwissen zu verlassen, dann auch sozusagen immer diese Empfehlung von einem Algorithmus bekommt und dann darauf möglicherweise gefühlt schwören muss. Habt ihr eine Idee, wie sich das verhindern ließ? Also im Grunde brauchst du ja so einen Rückkanal, also dass nicht ich mich der Maschine anpasse, sondern der Maschine eine weitere Möglichkeit zeige, die es vielleicht gibt. Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, eine gute Idee. Soweit haben wir noch gar nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Wir waren da noch in der Diagnosephase, aber so ein Feedback-Mechanismus habe ich zumindest auch in anderen Kontexten bezüglich Algorithmen schon oft gehört, dass es gerade zu Beginn da so Runden gibt, wo auch immer viel nachjustiert wird, basierend auf den Empfehlungen der ArbeitnehmerInnen. Das heißt, dieses Beispiel mit der Einschränkung ist jetzt kein singuläres, das ihr bei euren Umfragen ausfindig gemacht habt, sondern du gehst davon aus, dass es ein breiteres Phänomen. Ich würde sagen, es ist aktuell vielleicht auch noch ein bisschen ein hypothetisches, weil viele von diesen Anwendungen erst in der Entwicklung sind und auch die Systeme vielleicht auch dann teilweise noch zu basic sind, aber gerade wenn diese Systeme besser werden und die Entscheidungen komplexer, dass solche Fragen häufiger auftauchen werden. Dann kommen wir jetzt zum vierten E, der Entstehung neuer Arbeit. Und ich würde sagen, das ist so bei euren vier Es der einzige, der nicht ambivalent ist, also der eindeutig positiv ist, weil wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, dass Entlastung ja auch zum Ersatz führen könnte, also vielleicht nicht ganz so doll ist, wie es erstmal klingen kann. Also die Entstehung neuer Arbeit, wobei diese Arbeit in eurem Beispiel wiederum eine ist, die von der KI erledigt wird, statt vom Menschen. Das musst du uns erklären, um welche Felder geht es da? Ja, das ist ein guter Punkt. Also tatsächlich, vielleicht kann ich sogar auf beides eingehen. Also Entstehung neuer Arbeit, die von Menschen übernommen wird und die von Maschinen übernommen wird. Also das war so ein bisschen unser Beispiel, das wir da hatten, war Ubermetrics. Das ist eine Firma, die macht quasi Arbeit, die früher unter dem Begriff, glaube ich, Pressespiegel gefallen wäre. Also sagen wir, ich bin jetzt BMW und ich müsste wissen, wie wird meine Marke in der Öffentlichkeit wahrgenommen und dargestellt. Und dann gibt es auch immer noch Personen, die gehen dann quasi, sagen wir, alle Zeitungen und Magazine durch und suchen alles raus, was über BMW geschrieben wurde und dann irgendwie bewerten sie, war das positiv, negativ, neutral. Mhm. Und das ist eine Sache, die eben immer noch auch von Menschen ausgeführt wird. Nun ist halt bei Urmetrics so, die machen das quasi alles mit Algorithmen, also durchforsten Algorithmen quasi auch soziale Medien und so weiter. Und aber können das jetzt quasi in Echtzeit auch machen und auch, also eben nicht nur Pressespiegel, sondern halt auch Social Media Spiegel sozusagen. Und das ist jetzt eine Arbeit, die wäre ja gar nicht von Menschen ausführbar gewesen. Also wäre gar nicht, wenn man heute, wie viele hunderttausend Menschen man bräuchte, jetzt live alle möglichen Facebook-Gruppen und Seiten durchzugehen, was Algorithmen natürlich dann über Nacht erledigen können. Und das war jetzt so ein Fall, wo wir sagen, okay, da ist sozusagen neue Arbeit entstanden, nämlich dieses Live-Feedback bezüglich Reputation oder Reputation eines Unternehmens, die wiederum direkt von Maschinen ausgeführt wird. Also das ist natürlich dann eine Anwendung, die jetzt viel schneller ist, viel erschwinglicher und wie du sagst, auch überhaupt jetzt in der Breite überhaupt erst möglich, weil halt niemand irgendwie mit raschelnden Zeitungen mehr rumhantieren muss oder die einzelnen Social-Media-Kanäle einzeln durchklopft. Gibt es denn auch Beispiele für neue Arbeit, neue Arbeitsplätze, vielleicht auch neue Branchen,
für Menschen durch KI? Ich meine, gut, das Beispiel, was du jetzt genannt hast, das ist ein Startup, da arbeiten ja auch Leute, da beschäftigen ja nicht KIs, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr drüber sprechen, welche Arbeitsplätze für Menschen rausfallen, wenn KI eingesetzt wird. Ja, also zunächst mal zu dem, was du gerade sagst, das ist ein sehr guter Punkt. Also gerade bei KI-Startups oder auch in der Forschung beispielsweise entstehen viele Arbeitsplätze. Ich glaube, wir fokussieren so ein bisschen mehr auf etablierte Unternehmen und Beschäftigungsverhältnisse, die wir so herkömmlich kennen. Also zur Entstehung neuer Arbeit fällt mir ein, sozusagen, wie fand sehr, sehr interessantes oder auch vielleicht auch positives Beispiel ein. Und das, da kommen wir zurück auf diesen Chatbot bei O2 oder Telefonica. Mhm. Und da ist es ja so, dass auch irgendjemand im Endeffekt diese Inhalte erstellen muss, also den Content für den Chatbot. Also wenn ich jetzt da irgendeine Anfrage sende, muss ja auch irgendwie eine Form von Text, sagen wir, wenn es ein wirklich chatbasierter Bot ist, zurückkommen. Und diese Inhalte werden erstellt bei O2 oft von ehemaligen MitarbeiterInnen, die im Customer Service vorher gearbeitet haben und die dadurch auch dieses gewisse, was wir der Domain-Wissen, also dieses Kontextwissen mitbringen, wie so eine Konversation überhaupt aussieht. Und da habe ich zum Beispiel mit einem Mitarbeiter gesprochen, das muss man sich wirklich vorstellen, jetzt der Fall, der hat jetzt keine sozusagen höhere Ausbildung, keine Lehre, hat wirklich bei O2 im Customer Service angefangen, hat mit 100 Leuten da am Tag geschrieben und irgendwie Produkte über Chat verkauft und hat dann sich im Endeffekt hochgearbeitet und ist in dieses Team reingekommen, wo ja im Endeffekt jetzt eigentlich schon fast schon komplexe Wissensarbeit verrichtet, in dem Sinne, dass das ja mit EntwicklerInnen, Computerlinguisten, dem Customer Service, ProjektleiterInnen zusammenarbeitet und teilweise eben manchmal einfach skriptet, aber teilweise geht es auch schon in komplexere Konversationserstellungen hinein. Und das ist sozusagen so eine neue Arbeit, wo auch zum Beispiel die Projektleiterin von O2, mit der ich gesprochen hatte, meinte, dass sie sich vorstellen könnte, dass das in der Zukunft noch viel, viel mehr nachgefragt sein wird und es ein ganzer Bereich wird, also sozusagen von MitarbeiterInnen, die einfach nur Content erstellen für künstliche Intelligenz. Das stößt mich jetzt noch auf einen anderen Gedanken, was du da sagst. Könnte natürlich auch in die Hose gehen, wenn ich mir als Unternehmerin eine KI, so ein Chatbot anschaffe, um, keine Ahnung, 80% des Kundentraffics und der meisten üblichen gestellten Fragen abzufrühstücken, wenn ich den dann nicht pflege, dass das Wissen, was der Chatbot rausgibt, ja unheimlich schnell verkümmert, veraltet und die Kunden, die anrufen, gar nicht mehr richtig informiert. Ist euch sowas begegnet, dass eine KI dann einfach, wie man es ja im Netz häufiger hat, irgendwelche Seiten, Blogs etc. werden nicht mehr gepflegt, da steht halt steinaltes Zeug. Gibt es das in dem Bereich auch? Also dass so eine olle KI da rumsteht, die eigentlich gar nicht mehr macht, was sie soll? Ja, also ich meine, wahrscheinlich hat jeder schon mal irgendwie so eine schlechte Erfahrung mit so einem Chatbot gemacht, auf jeden Fall, als Kunde. In dem Fall muss man sagen, bei O2 ist es alles recht, ja, eine kürzlich angestoßene Transformation. Dadurch sind die noch, würde ich sagen, ziemlich up-to-date. Und was dieser Mitarbeiter mir auch berichtete, war, dass er regelmäßig mit seinen ehemaligen Kolleginnen in Kontakt steht, weil immer wieder dann vielleicht auch spezielle Anwendungsfälle gibt, wo er dann auch vielleicht dann nicht für das eine Produkt die nötige Expertise hat. So, und wie Natascha aus der Kiste, kommt jetzt Natascha mit vermutlich Fragen oder Anmerkungen? Ja, es kommen ganz viele Fragen rein und ich dachte, ich stelle dann jetzt schon mal ein paar. Na klar. Und, genau. Zum einen, wie einschränkend meint doch das Gleiche wie vielfach etablierte Expertennetzwerke seit den 90er Jahren, also gar nicht so hypothetisch. Dann von Henning die Frage: Welche Verantwortung haben Unternehmen, die mit relativ hoher Sicherheit sehen können, dass in naher Zukunft MitarbeiterInnen durch Automatisierung ihre Arbeitsplätze verlieren werden? Wie könnten Unternehmen davon profitieren, solche Transitions zu begleiten? Und vielleicht ein bisschen ähnlich, aber die ist auch ein bisschen länger, soll ich sie jetzt auch schon mal stellen? Warte, dann würden wir, glaube ich, erstmal die Frage von Henning beantworten. Und das davor mit Ewi einschränken habe ich nicht geschnallt. Das war eher eine kommentierende Bemerkung oder resultiert daraus eine Frage? Also die Frage resultiert aus dem zweiten Satz, also gar nicht so hypothetisch. Also könnte auch eine Anmerkung sein. Okay, dann nehmen wir sie als solche Frage entgegen. Es sei denn, bei Georg zündet es jetzt und du weißt genau darauf zu antworten. Ich stehe auf dem Schlauch.
Ja, also es gab auch in der Vergangenheit bestimmt schon Technologien, die einschränkende Wirkung hatten, und Expertensysteme fallen sicherlich darunter. Okay, dann kommen wir zu der Frage nach der Verantwortung der Unternehmen, der Unternehmer und Unternehmerin. Und das war ja eine zweigeteilte Frage, inwiefern vielleicht die Begleitung dieses Überganges ein neues Geschäftsfeld ist. Wir sprachen ja gerade drüber, welche Jobs kommen vielleicht, die sozusagen von der Implementierung von KIs leben oder daraus entstehen. Nur nochmal, dass ich es richtig verstehe, also die Frage war, welche Verantwortung tragen Unternehmer und Unternehmerinnen, wenn absehbar, mutmaßlich, aber wir sprachen ja auch schon drüber, Arbeitsplätze flöten gehen? Also welche Verantwortung tragen die dann für eine Weiterbeschäftigung, Weiterqualifizierung ihrer Beschäftigten? Und das andere machen wir vielleicht danach separat. Ja, also ich denke, es ist natürlich auch irgendwo auch eine Frage, die in den arbeitsrechtlichen Bereich reingeht. Was wir auf jeden Fall gemacht haben, ist auch, dass wir mit Betriebsrätinnen gesprochen haben. Und ein Betriebsrat meinte zu mir, dass er finde, es müsste fast wie eine Verpflichtung geben für Unternehmen, Beschäftigte rechtzeitig weiterzubilden. Mhm. Einfach nur, weil er in der Vergangenheit gesehen hat, dass es teilweise so ist, dass sozusagen die Arbeit bis zu einem gewissen Punkt anfällt und bis dahin muss sie auch jemand sozusagen verrichten. Dann kommt sozusagen die neue Technologie und es war vielleicht dann irgendwie nicht die Zeit, die Leute rechtzeitig darauf umzuschulen, obwohl das durchaus möglich gewesen wäre. Und dann muss man möglicherweise dann, dann stehen die Leute dann teilweise vor der Entlastung. Und deshalb war so seine Aussage, möglicherweise müsste es wieder für eine Verpflichtung geben. Inwieweit das denkbar ist, kann ich ehrlich gestanden nicht einschätzen. Ich denke mal, zunächst haben viele Unternehmen aber natürlich durchaus ihre MitarbeiterInnen im Blick, ihre Beschäftigten im Blick und haben ein Eigeninteresse daran, dieses Know-how, das diese Beschäftigten haben, wir sprachen vorhin von der Kontextkompetenz oder dem Domänenwissen, im Unternehmen zu behalten. Ich finde das total interessant, diese Idee des Betriebsrats mit einer Pflicht zur Weiterbildung, und zwar angesiedelt nicht bei den Beschäftigten, sondern bei den Leiterinnen und Leitern der jeweiligen Abteilung, also dass die verpflichtet sind, ihre Leute weiterzubilden. Das simpelste Beispiel für eine Notwendigkeit so einer Pflicht fällt mir ein, wenn ich jetzt ans Homeschooling denke, also wo die Technologie eigentlich fix und fertig ist und wo die Lehrkörper fix und fertig sind, nur wie man das zusammenbringt, hat man halt an der Uni nicht beigebracht bekommen. Wäre extrem sinnvoll. Die andere Frage, die sich an diese anschloss, war, wie lässt sich denn so ein Übergang gestalten? Du hattest ja das Beispiel Telefonica, wo du sagst, die sind da feste dran. Und meine Mutmaßung, die habe ich da so ein bisschen untergejubelt unter die Frage, war, ob daraus vielleicht ein neuer Geschäftszweig, eine neue Branche entstehen könnte aus dem Moderieren dieser Entwicklung. Ja, also eine Assoziation, die ich dazu habe, war jetzt, kommt aus dem Unternehmen ist Deutsche Bahn. Da ist es so, dass ich mit einem KI-Experte der DB Systel gesprochen habe. Das ist sozusagen wie so eine Tochter, 100%ige Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn, der diese ganzen IT-Themen bearbeitet. Und was er halt macht, unter anderem, ist wie so quasi ein Anforderungsprofile bezüglich KI für alle möglichen Tätigkeiten und Positionen in der Organisation zu entwickeln. Mhm. Das heißt, nach dem Motto, nicht jeder muss jetzt irgendwie programmieren können, aber vielleicht ist es gut, dass man weiß, was irgendwie ein Algorithmus ist oder was es da für Möglichkeiten gibt, damit man sozusagen das in seinem jeweiligen Anwendungsbereich entsprechend identifizieren kann und dann frühzeitig einsetzen kann, frühzeitig Leute einarbeiten und ausbilden kann. Und so gibt es im Endeffekt jetzt bei der Deutschen Bahn, oder es ist zumindest geplant, nicht jetzt irgendwie diese eine Standardschulung, 2 Tage KI, sondern für den einen ist vielleicht ein 3-stündiges Webinar ausreichend und für den anderen ist es wirklich diese 2-tägige Schulung, wo man ein bisschen mehr in die Tiefe gehen kann. Mhm. Und ich fand das eigentlich einen sehr, sehr guten Weg, also wirklich darüber nachzudenken, von wegen, wer braucht eigentlich was für Kenntnisse und dann dadurch halt auch rechtzeitig sozusagen diesen Wandel halt identifizieren zu können und sagen, okay, also in dem Bereich wird mit Sicherheit bald auch eine KI-Lösung eingesetzt werden können. Was bedeutet das für die jeweiligen Beschäftigten?
Finde ich auch total sinnvoll und schließt ja vielleicht auch an das an, was wir vorher besprochen hatten, mit dieser kontinuierlichen Weiterentwicklung, Weiterqualifizierung. Nur leider muss ich beim Beispiel Deutsche Bahn immer sofort an diese Erklärbären denken, die neben diese neuen Ticket-Automaten gestellt wurden, damit, wenn du davor stehst wie das Schwein vom Uhrwerk und deine Fahrkarte da nicht rausbekommst, sozusagen die Angestellte von der Deutschen Bahn die entsprechenden Knöpfchen drückt. Also mein, das ist vielleicht nicht der fresheste Eindruck, den ich hier wiedergebe, aber mein Eindruck war, als ich das gesehen habe, also so wird es nichts irgendwie zwischen Mensch und Maschine, wirklich auf einem sehr niedrigen Scale. Ja, also es ist ja mit Sicherheit, also ich war recht beeindruckt eigentlich, wie viel da bei der Deutschen Bahn passiert, aber es ist natürlich auch ein großer Konzern, wo es viele spannende Anwendungsfälle gibt, aber ja, der Erklärbär, da kann man vielleicht noch ein bisschen KI hintersetzen. Ja, oder die Automaten so entwickeln, dass man sie halt bedienen kann. Okay, Natascha, Entschuldigung, ich will nicht von meinen deutschen Bahn-Experiences erzählen, sondern du hast gesagt, du hast noch eine längere Frage oder einen längeren Beitrag, der dann in eine Frage mündet. Genau, ich lese das mal gerade vor. Und zwar, die ökologische Transformation kann nur gelingen, wenn die dafür benötigten Fachkräfte zur Verfügung stehen. Kann KI in den zentralen Bereichen der Transformation, in Klammern Mobilitätswende, Agrarwende, Energiewende, Wärmewende, Rohstoffwende, Industriewende, den drohenden Fachkräftemangel mindern? Wo sehen Sie die größten Potenziale? Ja, mit der Deutschen Bahn hatten wir ja zumindest den einen Bereich Mobilität gerade schon angetippt. Ja, ist eine sehr, sehr spannende, aber auch sehr, sehr weitreichende Frage. Wäre vielleicht sehr gut gewesen für die letzte Ausgabe, wo es ja auch so ein bisschen KI im breiteren Sinne geht, kann ich jetzt nicht viel zu sagen, denke ich, aber es ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Und Fachkräftemangel, vielleicht, also dazu kann ich ein, zwei Sachen sagen, ist, das ist eine der größten Herausforderungen auf jeden Fall, die eigentlich auch in allen Expertinnen-Interviews, die wir zu Beginn des Projektes geführt haben, zutage kam, dass alle gesagt haben, also wir haben ein großes Problem, Fachkräfte im Bereich KI zu finden. Und das betrifft jetzt nicht nur irgendwie feste MitarbeiterInnen, die man einstellen will, sondern es betrifft auch ja, externe Consultants, die man sonst vielleicht dazu buchen wollen würde. Also da gibt es nach wie vor einen Mangel und es ist ja auch noch ein großes Anliegen der deutschen KI-Strategie, da in die Richtung mehr zu machen, angefangen von der Ausbildung bis zur Weiterbildung. Der andere Aspekt, der in der Frage drin steckte, war ja der nach der ökologischen Transformation. Also du hast jetzt auf die Fachkräfte abgehoben, aber der andere Teil zielt ja drauf, kann KI was tun? Ich pumpe es jetzt mal total auf, was beitragen zum Klimaschutz zum Beispiel. Es ging ja um Energie, Mobilität und so weiter. Ja, also die kurze Antwort wäre mit Sicherheit ja. Kann es, und die Frage ist nur jetzt von wegen, wie groß ist der Effekt und was gibt es da vielleicht auch für Gegenteileffekte? Also man weiß ja auch, dass diese Technologie auch sehr, sehr energieintensiv ist, also viel Energie verbraucht. Und gleichzeitig kann natürlich KI auch genutzt werden, um irgendwelche Prozesse zu optimieren, dass man vielleicht nur Strom wirklich irgendwie benutzt, wenn man ihn auch wirklich benötigt. Also sozusagen da gibt es, glaube ich, sozusagen positive und negative Auswirkungen. Wie das unterm Strich aus ist, müssen wir mit jemandem nochmal sprechen, auch der sich da in dem Bereich spezialisiert hat. Haben wir auch schon, verweise ich in dem Zusammenhang sehr gerne auf den digitalen Salon Grün hinter dem Bildschirm. Also lieber Fragesteller oder liebe Fragestellerin, das lässt sich finden auf den Seiten des HIG. Dann kommen wir doch nochmal zurück zu diesem E-Ersatz. Tut mir leid, ich weiß, die Medien lieben das und ich kommen auch nochmal drauf zurück. Also wir haben festgestellt, es gehen Jobs flöten. Wir haben auch festgestellt, es kommen neue dazu, neue Felder tun sich auf. Jetzt würde ich das gern gewichten. Ich meine, du hast wahrscheinlich auch nicht die Glaskugel, in der du sehen kannst, wie viele Jobs verloren gehen, wie viele dazukommen. Aber kannst du sowas wie ein Verhältnis benennen? Also vielleicht kann ich zunächst erstmal sagen, dass es in den Fällen, die wir betrachtet haben, jetzt bisher irgendwie sozusagen Wegfall von Arbeitsplätzen kein so großes Thema war, wie man vielleicht denken könnte, wenn man diese öffentliche Debatte verfolgt. Gleichzeitig haben wir aber auch jetzt in vielen Fällen jetzt nicht den Zugang gehabt, um das wirklich sozusagen wissenschaftlich beurteilen zu können. Also
ich kenne jetzt nicht die Beschäftigungszahlen notwendigerweise in den jeweiligen Bereichen, die davon betroffen sind. Grundsätzlich gibt es gerade, habe ich den Eindruck, in der Wissenschaft ein bisschen so eine Tendenz dahin zu sagen, ja, dass dieser Effekt vielleicht nicht so groß ausfällt oder sehr viel kleiner als man vor einigen Jahren befürchtet hat. Also die OECD hat zum Beispiel kürzlich auch ein Paper veröffentlicht dazu, in dem sie gesagt haben, ja, also ja, wir haben es jetzt über 10 Jahre angeschaut, der Effekt ist jetzt nicht beunruhigend groß, teilweise gar nicht ersichtlich. Ich glaube, ähnliche Untersuchungen gibt es für Deutschland. Von daher muss man es ein bisschen relativieren vielleicht und gleichzeitig darf es natürlich nicht dazu führen, dass man sozusagen jetzt die Augen verschließt, weil eben viele von diesen Entwicklungen laufen ja oder entwickeln sich gerade erst oder heben gerade erst ab. Von daher ist es, glaube ich, sehr gut, das zu tun, was eben zum Beispiel auch das Arbeitsministerium tut. Wir haben so ein KI-Observatorium eingerichtet, die sehr, sehr sozusagen nachverfolgen, wie sich KI auf Beschäftigung auswirkt und das dann auch weiter über die nächsten, sagen wir, Jahre, 5 bis 10 Jahre zu machen und das weiter zu verfolgen. Es gibt einen Bericht, also ich meine, es gibt natürlich unendlich viele Berichte zu dieser Zahlenfrage. Einen zitiere ich hier mal vom Weltwirtschaftsforum aus dem vergangenen Jahr. Da sagen sie, im Schnitt werden 15% der Arbeitsplätze in einem Unternehmen sich komplett verändern, was ja keinen Wegfall bedeutet. 6% werden ganz wegfallen. Und ganz oben auf der Streichliste stehen nach diesem Report Jobs im Büro. Was denkst du denn, welche Arbeitsbereiche sind ganz besonders betroffen? Kann man das vielleicht noch genauer fassen? Also was man immer sagt, es sind Arbeitsbereiche besonders betroffen, die sehr gut automatisierbar sind. Also wo, ja, oder Tätigkeiten, die sozusagen sehr viel Routinetätigkeiten beinhalten. Vielleicht nur ein Beispiel zu nennen, um es zu veranschaulichen. Also wir haben auch mit einem Unternehmen gesprochen, das heißt Abtipper. Abtipper bietet Transkriptionsdienstleistungen an. Also beispielsweise, wenn man unser Gespräch jetzt hier heute nochmal gerne in Textform haben wollen würde, könnte man das jetzt als Audioformat einreichen. Und dann würden das Freelancerinnen in der Regel dann, die mit Abtipper arbeiten, dann manuell transkribieren. Und das ist natürlich eine Tätigkeit, wo man sagen muss, die ist in Anführungszeichen wie gemacht fürs Automatisieren. Es gibt irgendwie diese optimale Lösung, nämlich eine möglichst akkurate Wiedergabe unseres Gesprächs in Schriftform. Und es gibt irgendwie Algorithmen, die man darauf irgendwie trainieren kann. Und das heißt, von wegen so einer Aufgabe, die halt sozusagen sehr, sehr gut automatisierbar ist, die wird natürlich davon auch stark betroffen sein. Aber ich finde das Beispiel trotzdem übrigens sehr witzig, weil der Gründer dieser Firma hat mir erzählt, er hat vor 10 Jahren diese Firma gegründet und da haben alle ihm gesagt, was machst du da eigentlich? Es wird doch alles bald die KI machen. Und im Endeffekt, 10 Jahre später, ist, glaube ich, der größte Anbieter für Transkriptionsdienstleistungen in Deutschland und immer noch kann keiner fassen, dass diese Firma überhaupt noch existiert oder dass sie existiert. Ich persönlich kann es mittlerweile ein bisschen einschätzen, weil wir selber KI genutzt haben, um auch Interviews zu transkribieren. Mhm. Und ich war also teilweise dann doch überrascht, was dann teilweise da rauskam, was diese Maschine dann teilweise aus den Wörtern gemacht wird. Also Data Scientists werden dann irgendwie Datensandpisten oder sowas. Also, und das ist noch harmlos. Also gibt es extreme Fälle, wo man auch sieht, also es geht, also ja, es gibt sozusagen Tätigkeiten, die sich gut automatisieren lassen. Und das ist auch mit Sicherheit so, dass, sagen wir mal, gerade sowas wie Podcasts, wo nur wenige Personen sprechen, dass man die immer mehr mit KI transkribieren kann. Aber es ist noch nicht so, dass es heute problemlos möglich wäre. Und es gibt immer noch wahnsinnig viele Transkripteure überall auf der Welt. Dann halten wir mal fest, im übertragenen Sinne, Gürtel- und Hosenträger haben beide eine Zukunft. Also es ist kein nacktes Entweder-Oder. Und jetzt ist Natascha wieder da mit der nächsten Frage, vermute ich. Genau, die schließt sich daran, glaube ich, ganz gut an. Und zwar, wie wirkt sich die Veränderung der Arbeitswelt durch KI auf die 21% der Menschen in Deutschland, die im Niedriglohnsektor arbeiten? Mhm. Und dann noch die Frage, wie teuer ist KI? Können sich das aktuell und in naher Zukunft nur Konzerne leisten? Womit magst du beginnen, Georg? Vielleicht mit der letzten Frage, weil, ja, ich glaube, sie einfach zu beantworten ist. Also ja, KI ist teuer und es wurde auch immer wieder betont, man muss sich zum Beispiel vorstellen, im Falle von O2 ist es so, dass sie eigentlich im Endeffekt eine externe Lösung schon einkaufen und trotzdem braucht man noch,
also ein Riesenteam von sehr, sehr unterschiedlich ausgebildeten Leuten, um dann diese Lösung in einer Art und Weise einzusetzen, dass auch am Ende, wie du gesagt hast, vernünftige Antworten von Chatbot gegeben werden und nicht irgendwelche Sachen, die keinen Sinn ergeben. Das ist halt, das ist sozusagen intensiv, also es kostet Geld, was die Anschaffung von den jeweiligen Lösungen oder der Entwicklung von den Lösungen betrifft. Das kostet natürlich auch Geld für die Leute, die sich darum kümmern, dass es vernünftig implementiert wird. Und von daher, es ist teuer und Konzerne haben da natürlich einen Vorteil. Und zu dem Thema also sagen wir kleine und mittelständische Unternehmen und sozusagen deren Herausforderungen, was die Einführung betrifft, gibt es ja auch am HIC ein großes sozusagen Projekt gemeinsam digital, die da auch mit Mittelständern gesprochen haben und Ressourcen war wie war auch ein Thema, das genannt wurde im Rahmen der Herausforderungen oder Hürden bei der Adoption von KI. Die andere Frage war die nach dem Niedriglohnbereich und den Menschen, die darin arbeiten. Sind das die, die durch die KI ihre Jobs verlieren? Ja, also ist eine berechtigte Frage. Ich kann sie jetzt schwer beantworten, weil einfach noch zu viele Unbekannte dabei sind. Ich würde sagen, um das Beispiel von eben zu nehmen mit der Transkriptionsdienstleistung, das sind ja auch teilweise hoch ausgebildete Leute, die das machen. Also nicht jeder beherrscht sozusagen die deutsche Sprache so gut, dass er sowas transkribieren kann. Das heißt, ich würde sagen, es ist nicht auf jeden Fall nicht so, dass nur die Niedriglohnsektorbeschäftigten davon betroffen sind. Teilweise heißt es sogar, dass vielleicht sogar ManagerInnen davon noch mehr betroffen sind, weil KI sehr gut ist, darin KI genutzt werden kann, um die Entscheidungen oder Vorhersagen zu machen und basierend darauf Entscheidungen zu treffen. Also man könnte auch sagen, das betrifft vielleicht sogar manchmal ManagerInnen fast mehr. Und auch nochmal dieses Beispiel jetzt irgendwie von diesen Chatbots und Telefonica und O2. Also es gibt wahnsinnig viel Arbeit, die muss einfach irgendjemand machen. Und ein ganz einfaches Beispiel ist zum Beispiel diese Klassifikation von Bildern, also Fotos zuordnen. Also Beispiel jetzt ein Foto von einem Hund. Würde man sagen, jeder Mensch, wenn er einmal einen Hund gesehen hat oder als Kind ein paar Mal einen Hund gesehen hat, weiß sofort, okay, das ein Hund, das ein Hund, das ein Hund. Die KI ist wiederum da nicht so intelligent, da haben wir wieder die Frage dessen, was Intelligenz ist, sondern muss wirklich alte Hunde sehen, kleine Hunde, weiße Hunde, schwarze Hunde, muss immer alles beigebracht bekommen, dass es alles tatsächlich auch Hunde sind. Und das machen ja oft in der Regel Menschen und das ist ein absoluter Job, den man jetzt in dem Niedriglohnsektor verorten würde. Und das vielleicht aber bringt uns auch noch so einen kleinen Seitenaspekt zu einem anderen Thema, dass natürlich auch nicht alle Arbeit, die anfällt in dem Rahmen, jetzt immer dann auch am Ende in Deutschland verrichtet wird, sondern das ist auch so eine Art von Arbeit, die tatsächlich oft dann in den globalen Süden, wie man sagt, ausgelagert wird. Wo aber auf jeden Fall auch dann da wieder neue Jobs entstehen. Nochmal zu dem ersten Aspekt nach den Kosten für die KI und welche Unternehmen können sich das denn am Ende leisten? Wir reden ja drüber, dass die kommt, die KI, so oder so, egal wie wir uns dazu stellen. Aber dann könnte man ja vielleicht doch nochmal fragen, kommt sie denn überhaupt? Ist das so sicher wie das Amen in der Kirche? Also klar, die großen Unternehmen, die du jetzt genannt hast oder solche Tanker wie Bosch, Siemens, SAP, logisch sind die da dran. Aber, sagt der Präsident des Bitkom, die Mehrheit der deutschen Unternehmen tut sich schwer damit, dieses Wissen für das eigene Geschäft zu nutzen. Du hast das auch gerade angesprochen mit dem Mittelstand zum Beispiel, für die Investitionen viel zu immens wären, um den Nutzen daraus einzuspielen. Also kommt das überhaupt so breit in der Fläche oder sind das dann die großen Fabrikationshallen und die großen eben genannten Tanker, in denen KI stattfindet? Ja. Also zunächst mal würde ich deiner Einschätzung, die jetzt so ein bisschen da durchklang, irgendwie zustimmen. Also ich glaube, meines Wissens nach haben laut einer Studie auch von Bitkom, vielleicht ist es sogar dieselbe, auf die wir uns beziehen, gerade mal 6% der Unternehmen in Deutschland KI implementiert. Mhm. So 23% planen oder spielen mit dem Gedanken. Von daher ist es bisher auch ein Grund, warum es gar nicht so leicht ist, bisher die Auswirkungen von KI zu studieren, wenn die Leute noch dabei sind, überhaupt erstmal damit zu experimentieren. Ich würde sagen, wir sind halt noch relativ zu Beginn dieser sozusagen Adoptionskurve. Es fehlen halt vielleicht manchmal auch noch die Lösungen am Markt, die irgendwie so leicht implementierbar sind, dass auch vielleicht ein mittelständisches Unternehmen jetzt sagt, das ist für uns jetzt auch machbar. Ist uns vielleicht auch dann irgendwo einfach eine Frage der Zeit. Also ja, also ich würde sagen, also sie kommt auf jeden Fall, aber jetzt wann genau, in welchem Bereich und für welche Unternehmen es relevant wird, ist natürlich
sehr spezifisch. Und vielleicht noch zu dem Thema, also von wegen Behinderungsgründe für die Adoption von KI. Also Kosten ist natürlich ein großes Thema, aber ein anderes Thema, das auch Kollegen von mir halt identifiziert haben, ist einfach das Thema, überhaupt Anwendungsfälle zu finden. Also wo können wir das eigentlich sinnvoll einsetzen? Also teilweise braucht es auch einfach eine strategische Beschäftigung mit diesem Thema KI, wofür dann vielleicht auch gerade im Alltagstrott nicht immer die Zeit da ist. Wenn wir jetzt von der Arbeit reden, dann wollen wir von den Gewerkschaften nicht schweigen. Was bedeutet es denn für die, wenn die KI kommt? Welche Antworten haben die? Ja, das ist auch auf jeden Fall ein Forschungsthema, dem wir uns jetzt näher noch widmen wollen. Also wir haben angefangen, Interviews mit Betriebsrätinnen zu führen und bauen da jetzt gerade noch wollen jetzt auch weitere Interviews führen und sind gerade in der Akquise dahingehend. Mhm. Was man sagen kann, ist natürlich ein Interesse von den Gewerkschaften ist, gute Arbeit in Deutschland zu ermöglichen. Und das hat natürlich einfach, sind die erstmal ganz simpel die Frage Bezahlungen, also dann gute Arbeitsbedingungen. Also es soll am Ende nicht so sein, dass die irgendwie Implementierung der KI jetzt noch dazu führt, dass ich noch abends länger arbeite und irgendwie weniger Zeit für meine Familie habe. Also gute Arbeitsbedingungen und dann aber auch sinnvolle Arbeit. Und das, da kommen wir auch in so einen Bereich rein, den wir vielleicht schon, ja, tangiert haben mit diesem Thema der Einschränkung. Also es sollte, die Arbeit soll auch als sinnvoll und befriedigend empfunden werden. Und wenn am Ende, sagen wir mal, die KI jetzt sagt, okay, wo es lang geht und ich muss nur noch abnicken, ist das vielleicht auch nicht so befriedigend, wie wenn ich jetzt selber die Richtung vorgebe. Also das heißt, ich glaube, die Gewerkschaft hat vor allem dieses sozusagen das Konstrukt, dieses gute Arbeiterkonzept auf dem Schirm. Und was genau dann wiederum die Gewerkschaften wollen, hängt dann auch wieder sehr von der Gewerkschaft ab. Also ich würde sagen, Verdi zum Beispiel, ne, im Dienstleistungssektor, die Gewerkschaft bilden, haben natürlich nochmal, mein Eindruck, sich dem Thema nochmal mehr angenommen, weil sie diesen Kundendienstkontext zum Beispiel sehen, als jetzt eine Gewerkschaft, die vielleicht, Polizeiarbeit vertritt. Mhm. Wo du Verdi ansprichst, es gibt auch ein Papier vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales gemeinsam mit IBM und Verdi. Und da wird nochmal betont, dass so eine zentrale Währung, wenn wir über KI und Arbeitsmarkt sprechen, das Vertrauen ist. Deshalb müssten, das hatten wir ja auch schon angesprochen, Menschen im Umgang mit KI qualifiziert und fortgebildet werden. Führungs- und Fachkräfte müssten Akzeptanz vorleben. Dadurch entsteht Vertrauen in KI, das zitiere ich jetzt, und der einzelne Mensch behält die Kontrolle darüber. Ist das so, nur weil wir fit sind in der Anwendung, R oder B, halten wir Kontrolle? Ja, also ich denke, das ist sozusagen auf jeden Fall auch deckt sich mit so klassischen Theorien zur Technologieakzeptanz. Also ich akzeptiere eine Technologie, wenn ich weiß, wie sie funktioniert, wenn ich irgendwie sie genutzt habe und wenn ich also sozusagen an die Effektivität der Technologie glaube, dann ja, also wenn es da darum geht, würde ich sagen, sind es auf jeden Fall wichtige Aspekte und gleichzeitig ist natürlich auch dieses Vertrauen in die KI auch immer ein komplexes Thema, wo man auch in den Bereich reinkommt von dieser Nachvollziehbarkeit von diesen KI-Lösungen. Ich glaube, da gab es eine Zeit lang also auch sehr stark die Tendenz in der Literatur zu sagen, ja, wir müssen KI-Lösungen nachvollziehbar machen. Ich muss verstehen, irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie A reinstecke, warum kommt am Ende B raus? Da wiederum gibt es aber auch schon wieder Stimmen, die so ein bisschen kritisch sind und sagen, das ist teilweise kaum für die EntwicklerInnen nachvollziehbar. Kann man jetzt wirklich von jedem Anwender und jeder Anwenderin erwarten, dass die verstehen, wie diese KI wirklich funktioniert? Das ist also noch so ein bisschen, glaube ich, so eine offene Frage, von wegen, was da eigentlich überhaupt normativ ist, was man da überhaupt erreichen möchte. Aber das würde ja bedeuten, dass mein Vertrauen auf tönernen Füßen steht, oder? Wenn ich davon ausgehe, noch nicht mal die Entwickler und Entwicklerinnen verstehen so richtig, wie so aus der Maschine hinten B rausfällt, wenn vorne A eingespeist wurde. Also das war jetzt ein bisschen so ein O-Ton auch aus dem Digital Salon von einem Monat. Ich würde sagen, es kommt natürlich immer darauf an, es arbeiten ja auch viele Leute an diesen Algorithmen mit und die haben wiederum Methoden, um nachzuvollziehen, warum B rausgekommen ist. Und das ist ja auch mal ein ganz eigenes Forschungsfeld, das sozusagen nachvollziehbar zu machen.
Aber ja, ich glaube, mein Punkt ging eher in die Richtung, ob das jetzt jeder nachvollziehen muss, weiß ich nicht. Mhm. Aber es ist natürlich auch bei anderen Technologien genauso. Also ich weiß auch nicht, wenn ich in ein Flugzeug steige, wie jedes einzelne Teil darin funktioniert, das für sich genommen ja, sehr komplex ist. Dann lass uns noch mal gucken auf das, was das Bundesministerium für Bildung und Forschung dargelegt hat im August 19 im Sachstand KI, so hieß das. Da wird erstmal festgehalten, Deutschland sei im Bereich KI gut aufgestellt. Schon wird es halt aufgezählt. Deutschland ist schon lange ein wichtiger Forschungsstandort, hat große entsprechende Forschungsinstitute, so und so viele Lehrstühle etc. Und dann, Zitat, deutsche Forscher, ist auch im Original nicht gegendert, spielen in der Champions League der KI mit. Irgendein Vergleich mit Fußball muss ja immer in sowas rein. Also deutsche Forscher spielen in der Champions League der KI mit. Ist das so? Würdest du sagen, das stimmt? Ja, ist natürlich auch ist eine Frage, die vielleicht andere irgendwie ForscherInnen vom DFKI besser, also vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz besser einschätzen könnten. Mein Informationsstand ist, dass Deutschland natürlich ja, forschungsstark ist, aber dass vielleicht sozusagen die Bereiche, in denen geforscht sind, vielleicht ein bisschen andere sind, als die in den USA und Kanada beispielsweise geforscht wird. Und zum Beispiel, dass Deutschland sehr gut ist in diesem Thema autonome Fahrsysteme, weil wir ja auch diese starke Automobilindustrie haben. Wie das jetzt genau sich in den unterschiedlichen Forschungsbereichen verhält, müsste man nochmal nachprüfen, aber es ist natürlich eine große Frage und es ist ja auch auf jeden Fall ein Grund, dass vielleicht anzuzweifeln ist, dass ja Deutschland auch gesagt hat, wir müssen diese 100 Professuren für KI schaffen, was für mich darauf hindeutet, dass da noch Luft nach oben ist. Siehst du denn in Deutschland Unternehmen oder vielleicht Unternehmensgründungen aus der Forschung heraus, die irgendwelche Produkte entwickeln, auf die die Welt gewartet hat? Also mal angenommen, die Forschung ist voll super. Siehst du irgendwo auch Unternehmen, die aus dieser Forschung heraus Produkte auf den Markt bringen? Also das genannte Startups von Ubermetrics fand ich schon sehr interessant, die mit ihrer Lösung ja wirklich, kann man sagen, so ein ganz nochmal neue, ja, eine ganz neue Technologie, also diese Technologie genutzt haben jetzt für die Marktforschungsbranche, die auch eine Branche ist, die eine lange Tradition hat und vielleicht auch ja, gewisserweise festgefahrene Strukturen und Vorstellungen. Mhm. Ansonsten müsste ich, glaube ich, nochmal länger überlegen, weil ich auch jetzt keine KI-Startups erforsche, sondern wie gesagt eher etablierte Unternehmen. Aber da gibt es mit Sicherheit viele spannende Beispiele, die ich finden würde. Und jetzt ist Natascha nochmal da auf die letzten Minuten mit 1 bis 2 Fragen, schätze ich. Ja, genau. Von Anonym einmal. Der Begriff der künstlichen Intelligenz verhindert in meinen Augen einen vernünftigen kulturellen Einordnungsdiskurs. Auch in Bezug auf die Auftragen der KI-Ergänzungen bei Organisationen von Wissensarbeit und Produktion. Gibt es andere Winkel? Da würde ich mal denken, keine Ahnung, Georg, wie du das siehst, das ist so ein bisschen das, was wir am Anfang mit der Begriffsarbeit besprochen haben. Oder zündet das bei dir nochmal? Hast du da nochmal mehr zuzusagen? Nein, also ich denke, auf jeden Fall ist es ein umstrittener Begriff, aber er hat natürlich auch seine Vorteile, weil er Komplexität auch reduziert und sonst könnten wir diesen digitalen Salon in der Form heute ja auch gar nicht führen. Ich fürchte auch. So, weil dann würde man wirklich untergehen in diesen unterschiedlichsten Bereichen von KI und irgendwie Bildverarbeitung versus irgendwie Robotics und so weiter. Also ich würde sagen, also es ist ein Buzzword, ja, aber Buzzwords haben auch ihre Vorteile manchmal. Komplexitätsreduktion zum Beispiel. Jetzt können wir hier ja ganz gemütlich reden über Jobverluste, weil mein Job, nämlich der einer Frau, die was präsentiert oder Moderatorin ist, und dein Job, nämlich Wissensarbeiter, die gelten als relativ KI-resistent. Sind sie das denn auch? Also insofern, als das, würde ich sagen, auch viele komplexe Wissensarbeiter, die Interaktion zwischen verschiedenen Beteiligten erfordert. Und das ist natürlich eine Sache, also die schwer automatisierbar ist. Das heißt beispielsweise, dass das Wissen jetzt zu KI und Arbeit ist ja jetzt nicht irgendwie im Kopf eines einzelnen Forschers, einer einzelnen Forscherin, sondern verteilt auf eine wissenschaftliche Community, die wiederum gemeinsam an Themen arbeitet, sich auf Konferenzen austauscht etc.
Und daher würde ich sagen, ja, es ist schwer automatisierbar und trotzdem würden es vielleicht andere hingehen und sagen, ja, aber schau mal, die Aufgabe der Transkription, von der wir vorhin sprachen, ist ja auch durch eine Aufgabe, eine Tätigkeit, die in mein Aufgabenspektrum fällt, die jetzt immer besser von der KI erledigt werden kann. Das heißt, vielleicht muss man da ein bisschen genauer hinschauen und sagen, okay, wenn man jetzt wirklich, unsere jeweiligen Aufgabengebiete aufdröselt, was für Tätigkeiten sind möglicherweise doch dann wieder automatisierbar, und ich bin mir sicher, dass wir einige identifizieren würden. Okay, bevor ich dir die letzte Frage stelle, würde ich gerne von dir, Natascha, wissen, ob es weitere Fragen aus dem Publikum gibt, damit die nicht unter den Tisch fallen. Also noch ein paar Fragen, die uns zwischendurch erreicht haben, ist zum einen, gibt es bei der Wissensarbeit überhaupt Niedriglohnsektoren, wenn ja, wo? Und auch zu Beginn kam nochmal, kann die Implementierung von KI nicht auch immer ein guter Reflexionspunkt sein, die eigenen Prozesse zu durchdenken, verbessern? Okay, danke. Zur ersten Frage, gibt es im Bereich Wissensarbeit überhaupt Niedriglöhner? Und wenn ja, wo, hat jetzt gar nicht direkt mit der KI zu tun, aber ich vermute mal, du kannst es trotzdem beantworten. Ja, also ist mal wieder so ein bisschen die Frage, wie man Wissensarbeit zum Beispiel jetzt definiert. Zum Beispiel kann man darüber streiten, ob jetzt sowas wie Kundendienstarbeiten noch irgendwie in den Wissensarbeit-Kontext fällt. Ich würde sagen, irgendwo ja, weil die Leute sehr stark mit IT also zusammenarbeiten und halt irgendwie an der Weitergabe von Informationen beteiligt sind. Ja, aber es ist ein bisschen ein Grenzfall. Also tendenziell ist Wissensarbeit nicht unbedingt im Niedriglohnsektor verankert. Okay, und die andere Frage war die, ob wenn man KI implementiert, das nicht eine gute Gelegenheit ist, über Prozesse nachzudenken. Und da vermute ich mal nach allem, was du gesagt hast, so ein großes Ja. Absolut, großes Ja. Es erinnert mich auch an die Aussage von einem unserer Interviewteilnehmer, der meinte, ich habe so KI als Wunderwaffe gesehen, so von wegen, ich habe hier ein Problem, jetzt kommt KI und kann das irgendwie lösen. Wo er meinte, nee, also so harte also Probleme sind immer noch Probleme und auch mit der KI ist es immer noch, gibt es da immer noch viel Arbeit zu tun. Und nichtsdestotrotz eben diese Beschäftigung damit, könnte KI jetzt helfen, dieses Problem zu adressieren, ist natürlich eine großartige Gelegenheit, da zu reflektieren. Zum Schluss frage ich ja die Gäste immer gern, ob sie eine Empfehlung haben für irgendein Film, Buch, Bild, irgendetwas, das wir uns angucken, lesen oder anhören sollten zu dem Thema, um da noch weiter drin zu bleiben und nachzudenken. Hast du da eine Empfehlung? Ja, also tatsächlich muss ich es wirklich sagen, finde ich den Enquete, also die Bericht der Untersuchungskommission, der Enquete-Kommission. Boah, starker Tobak. Da schreien jetzt alle Juhu. Ja, alle Juhu, genau. 800 Seiten, aber so, es gibt unterschiedliche Bereiche und wenn man sich dann auf einen kleinen Bereich davon fokussiert, finde ich es extrem eingängig und man merkt wirklich, wie viel Arbeit und wie viel Personen daran beteiligt waren, das zu versuchen, dieses unglaublich komplexe Thema runterzubrechen, alle möglichen Anwendungsbereiche aufzuzeigen. Man kann dann sich sozusagen sein eigenes Thema heraussuchen, beispielsweise KI und irgendwie Medien. Und dann kann man dann in den Unterbereich jeweils reinschauen. Okay, du willst es wirklich wissen. Das nehmen wir mit. Es hat sich noch keiner getraut, hier einen Enquete-Bericht als Lektüre zu empfehlen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, Georg von Richthofen, und für deine Expertise zum Thema. Vielen Dank euch allen, die ihr im Stream dabei wart, zugeschaut habt, mitgedacht habt und nachgefragt. In diesen Zeiten sind wir ja eben immer auf der Suche nach guten Empfehlungen. Meine sind, ich sag mal, etwas mehr convenient. Ich hätte auch noch welche hinzuzufügen. Natürlich den digitalen Salon aus dem März zum Thema, also die große Runde vor dem 1:1 heute mit dir, Georg. Das könnt ihr euch natürlich angucken, anhören oder auch das, was wir heute Abend besprochen haben. Falls ihr jetzt vielleicht denkt, wie war das nochmal im Mittelteil? Auch das gibt es nochmal als Video oder später auch als Podcast auf hig.de oder auf YouTube. Und dann habe ich ja total gerne eine Doku geguckt und ich befürchte, wir hängen alle schon zur Genüge bei Netflix rum, aber sei es drum, da gibt es eine Doku, die heißt Coded Bias und die zeigt sehr anschaulich und auch mit sehr beeindruckenden Protagonistinnen,
was einseitige Datensätze und Diskriminierung bei Design bedeuten, war nicht unser Thema heute Abend, aber so im weiteren Kontext fand ich die super. Und dann sehen wir uns alle hoffentlich im Mai wieder, dem notorischen Wonnemonat, und entsprechend ist auch das Thema. Wir reden über Online-Dating in der Pandemie. Vielen Dank dir, Georg, vielen Dank allen und bis bald. Tschüss. Danke.